Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic, imperialer Agent. Beziehungsweise scharfer Scharfschütze. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt das letzte Mal noch einmal diese Quest hier nochmal, weil ich gerade zufällig noch die Materialien habe. Und einfach, dass mein Inventar jetzt mal leer wird. Ich bin gerade am Geld farmen, wie man sieht. Sieht man. Ich hatte übrigens kurz die 18 Millionen, musste mir allerdings neue Materialien kaufen. Um hier das hier machen zu können, weil ich will einfach nur den Scheiß loswerden. Den Rest tue ich, glaube ich, in die Gildenbank rein. Weil die Gilde hat ja jetzt seit gestern nur so eine. Die ganze Zeit war ich nicht berechtigt, da was rein zu tun. Jetzt kann ich da was rein tun, dummerweise aber nichts rausholen, was ich totaler Scheiß finde. Ja, wir geben jetzt erstmal das hier ab. Oh, ausgezeichnet, Commander. Ich fange sofort an. Ja, bitte. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Basis zurzeit mit maximalem Komfort operiert. Ich habe auch ein paar Kisten gefarmt. Und genau darum soll es auch diese Folge gehen. Ich würde sagen, den ganzen anderen Scheiß, den packe ich jetzt erstmal weg. Fragst du, wo packe ich ihn hin? Ah, das ist doof. Im Prinzip bringt die Quest sowieso nichts. Ich glaube, ich tue das erstmal hier rein. Das habe ich übrigens hier reingelegt. Das stört ihn nicht. So, könnt ihr alles haben. Viel Spaß damit. Protokoll. Ja, hier sieht man's. Insgesamt könnte ich auch mal was. Wie viel zahle ich denn ein? Machen wir mal 5000. Wollen wir nicht übertreiben. Ah, zack. Ich hoffe, es hat eingezahlt. Wo bin ich denn? Da. Hier, 5000. Kann ich nicht mein Geld passieren? Das ist doch totaler Schwachsinn. Warum kann man denn das, was man selber einzahlt, nicht wieder abheben? Oder das, was man selber reingetan hat, kann man nicht wieder rausnehmen? Bin ich totaler Schwachsinn. Das kann ich euch mal ganz kurz auch mal zeigen. Ja, ich bin noch Abonnent, deswegen kann ich jetzt noch dazu greifen. Wenn ich das jetzt rausholen will, steht, dass ich noch maximal 0 Gegenstände nehmen kann. Falls die Gilde gerade das Video sieht, könnt ihr das bitte mal beheben, denn das nervt einfach nur, wenn man selber aus Versehen was reintut und es dann nicht wieder rausholen kann. Oder wenn man selber was einzahlt, dass man dann zumindest sein Geld wieder rausholen kann. Warum stellt man sowas doof ein? Was habe ich wohl für einen Rang? Ah, Großmoff. Warte, ich bin Großmoff? Nee, ich bin Darth Großmoff. Aha, ich bin Darth. Trotzdem habe ich hier kaum Rechte. Ja, egal. Wir wollten zu den Kisten, genau. Was mache ich denn hier? Hier ist übrigens die Allianzmeldung wieder. Habe ich zurückgesetzt. Weil, ja. Ich habe übrigens auch schon hier im Support hier Fehler melden gemacht und den Fehler da mal reingeschrieben. Steht jetzt zwar nicht hier, nicht, was ein Fehler melden ist. Aber egal. Ihr seht übrigens, dass da auch zwei weitere Tickets sind. Die kann ich euch immer ganz kurz mal zeigen. Denn. Auf Wiedemann hatten mir irgendwie meine ganzen Kisten plötzlich gefehlt. Was natürlich ziemlich scheiße war. Dann habe ich erstmal ein Ticket geschrieben, dass mir die Kisten fehlten. Das kann ich euch mal ganz kurz mal zeigen, wenn er jetzt hier mal fertig geladen hat. Das wird eine sehr langweilige Folge. Ich glaube, ich split das in zwei Folgen. Wann habe ich angefangen? Jetzt kaum lad. So, hier. Hier. Könnt ihr euch mal durchlesen? Na scheiße, ich muss den Namen irgendwie zensieren. Ich möchte nicht, dass ihr den wisst. Hier, Manu hat mir das geschrieben. Ja, hier, das hat er mir auch noch dazu geschrieben. Das habe ich auch in der E-Mail gelesen. Hier. Ich habe übrigens auch so ein Mitarbeitergespräch, muss ich auch noch führen. Deswegen. Ja. Ja, dann habe ich später hier geantwortet, weil ich nicht weiß, wo es hier eine Antwortenfunktion gibt. Hab ich habe einfach ein neues Ticket geschrieben, habe einfach geschrieben, Antwort auf Ticket 291, bla bla bla. Das ist das hier, dieselbe Nummer wieder. Hier habe ich die Fragen dann beantwortet. Hier wurde mir lustigerweise mein Ingame-Name geschrieben. Und das war diesmal auch niemand anders, das war diesmal Kai. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wenn ihr es wollt. Hier. Und das kennt ihr ja noch. Das war das mit dem Makar. Und das ist ein E-Mail-Spammer. Ich weiß gar nicht, warum da mal so eine komische Zahl und Minus steht. Normalerweise kann man solche Tickets auch nicht schließen. Das ist total Schwachsinn, einfach nur. Hä? Hallo, schließen.
Und etwas, was ich auch totaler Schwachsinn finde, dieses Fenster kann ich rumziehen. Wenn ich allerdings Tickets erstellen mache, kann ich dieses Fenster hier nicht rumziehen. Aber wenn ich dieses Fenster rumziehe, zieht sich das andere mit rum. Und das geht auf die Nerven. Bitte ändert das. Es nervt. Ja. So, wir kommen zur nächsten Folge. So. Endlich. So. Moment, wie viel Platz habe ich denn überhaupt? Ich müsste mir mal Platz machen. Scheiße. Ich pack den ganzen Scheiß immer nach da unten. Dass wir oben Platz haben. Da, 3 Reihen habe ich nur. Wo ich mir erstmal nur 5. Hallo, Commander. Ich freue mich. Und nein, verdammt, das wollte ich gerade gar nicht. Eins, könnt ihr einfach, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht, so. 4, 5. Ich mach 5 von jeder Kiste. Erstmal. Offscreen hole ich mir dann später noch mehr, weil ich jetzt einfach... Ich will auch die, den Einfluss hochschrauben, dass ich eigentlich die 20 erreiche. Ja, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge, öffnen werden mehr Kisten. Ja. Dann mal wieder die Datenpad-Quest, aber auf die Scheiße ich jetzt erstmal. Auf die Scheiße ich. Ich hasse diesen komischen Bug. Da backt man irgendwie immer fest. Oder meistens. Manchmal. Na also. Hey, Commander. So, Hylovis. 1, 2, 3, 4, 5. Ich wollte gerade schon sagen, habe ich keine Kisten mehr. Gut. Ja, genau, jetzt habe ich eine Reihe voll. Darauf wollte ich jetzt gerade scheißen, genau. Ja, 2 Reihen kriegen wir voll. Die anderen Kisten lege ich dann erstmal ab, weil, oh Gott, ich habe so viele Kisten, ey. So viele Kisten. Hätte ich die auch gern so viele. Ja, es liegt daran, dass ich sehr, sehr viele Heldenmissionen diese Woche gemacht habe. Da ich finde, es lohnt sich mehr als Dailies, weil seht ihr, wie viele Credits ich habe. Die habe ich alle nur dadurch verdient. Denn die meisten sind. Ich grüße euch. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, das ist so langweilig, wie ich das hier alles abgebe. Ich will euch mal zeigen, wie man das richtig schnell machen kann. Dafür würde ich das eigentlich nur mitzeigen. So, B habe ich auch bald 16. Von ihr habe ich auch, von ihren Dingern habe ich auch die meisten. Von denen habe ich noch 9, von denen habe ich einfach 25. Beziehungsweise, wenn ich das jetzt abgegeben habe, ich noch 20 davon. Ja, ich habe aber leider gerade keinen Platz mehr. Ich glaube, ich muss bald nochmal eine neue Frachtrampe kaufen. Ach, da hinten steht sie ja. Ich glaube, ich kaufe wirklich noch eine neue Frachtrampe, weil ich habe echt Platzprobleme mit den ganzen Kisten. Kostet zwar 400.000, aber scheiß drauf. Weil im Inventar habe ich auch keinen Platz für die Kisten, von denen will ich nicht ganz rumschleppen. Und ja, ups, ich muss die Maus hier drücken. Das Gute ist, sie gibt ja immer 500 Einfluss dafür. 3, 4, 5, das war erstmal alles. So, die Kisten machen wir heute erstmal auf. Dafür gehen wir allerdings zurück in die Kantina. Denn dort ist es viel geiler. So, ich werde diesmal ein bisschen schneller durchgehen. Nicht so lange brauchen. So, gehen wir erstmal zum Handelsmarkt. Da hat die andere Hand, die muss immer am Körper sein, weil es juckt mir überall. So, einmal kurz kratzen. So. Und öffnen wir erstmal die ersten Kisten. Die Kisten wollte ich ja noch wegtun. Stimmt ja. Ich hätte fast vergessen gehabt. Ah, hier habe ich ja sogar noch ein bisschen Platz. Ich finde es doof, dass man die Kisten hier nicht stacken kann. Ein bisschen blöd. Okay. Ich mache erstmal alles auf. Da gucken wir uns später mal an, was da noch alles drin ist. Jetzt zeige ich das mal her, weil ich ein bisschen Bock jetzt hier alles dazu. Aber das sind echt viele Kisten. Ich würde sagen, wir machen die erste Reihe. Dann gucken wir uns schon mal die Items an. Fangen wir an. Das Ding kann man ja sowieso nicht sehen. Wollte ja sogar nicht zeigen. Die Handschuhe. Boah. Welche sind denn das? Unterweltschmuggler. Furchtbaren Kopfgeldjäger. Nochmal furchtbaren Kopfgeldjäger. Wir arkanischer Krieger. Unterweltkrieger. Unterweltkrieger. Furchtbaren Soldaten.
Ach du Scheiße, was ist denn das? So, erstmal. Erstmal brauche ich Treak, weil Treak gefällt mir besser. Treak möchte ich erstmal. Bis dann. Zuneigung oder den Einfluss steigern. Oh, geil. Großer Zuneigungsgewinn, Rang 6. Das oh, 1700. Ja, gut. So, kommen den aber auch gleich auf 20. Keiner. Auf nur 64 bringt das hier. So. Machen wir mal weiter. Oh, geil. Was ist wieder alles? Okay, das gefällt mir nicht so. Arkanischer Agent. Oh, geil. Ach, scheiße, weiß ich gar nicht mehr, was ich jetzt heute schon aufgehabt hatte. Ja, das ist ein bisschen blöd. Oh, geil. Wieder was Besonderes. Komm, noch mehr Gefährtengeschenke. Och, keine Infosgewinne. Ey, scheiße. Jawohl! Ein Weltmodell von Tatooine. Wer das haben will, kann es gerne sagen. Beim Panzer des letzten Unterweltritters. Brustschutz des letzten Unterweltritters. Oh geil, großer Einfluss. So. Okay, das war's. Fangen wir an. Also, arkanischer Inquisitor. Ja. Aufstandischer Agent. Handschuhe. Ja. Gürtel. Was ist das für einer? Furchtwachen Inquisitor. Kann man tragen. Arkanischer Inquisitor. Oh Gott. So, sowas ähnliches hat übrigens auf Willy Man mein Talos. Hosen Unterweltritter. Unterweltritter, stimmt das? Ja. Ganz schön viel Unterweltritterzeug. Schon wieder Unterweltritter. Passt aber zum Jedi. Ja gut, heißt ja auch Unterweltritter. Dann nochmal Hosen. Vom arkanischen Krieger. Ja. Unterweltkrieger, Handschuhe. Ja. Auch nicht schlecht aus. Unterweltkrieger, Helm. Ja gut. Wie aus wie so ein Schnorchel. Was ist das jetzt hier? Furchtwachen Soldat. Oh. Soldat hatten wir, glaube ich, auch noch. Ist auch so selten gehabt. Arkanische Ritter. Also Ritter gibt es ja ziemlich oft. Obwohl das aussieht wie ein Pilotenhelm. Arkanische Ritter. Ich weiß gar nicht, hatten wir das hier schon hier unten? Ich glaube. Oder? Egal. Das Weltmodell Tatooine, hatte ich das denn schon? Rampe 1. Hoth, Voss, Alderaan, Nashadar. Nee, hatte ich noch nicht. Oh. Könnt ihr trotzdem haben. Die vier Dinge, die fünf Dinge habe ich noch. Jetzt sind alle, die ich bisher gekriegt habe. Das Schwert hier, wie viel ist das mittlerweile wert? Haben wir damals aus einer Kiste gezogen. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge noch kennt. Oh, 21 Millionen. Ja gut, ich warte aber lieber noch. Nachher ärgere ich mich, dass ich zu früh verkauft habe, obwohl es dann später noch viel mehr wird. Ihr seht übrigens, dass hier ein bisschen weniger geworden ist. Übrigens habe ich hier noch zwei Charakterslots, aber die werde ich euch nicht geben. Und zwar hier 600 Kartellmünzen. 300 pro Stück. Ich habe ein paar Sachen verkauft. Hier ist ja noch die Reihe für die Sachen, die ihr haben könnt. Aber ich glaube, die verkaufe ich auch. Weil mittlerweile sind die, glaube ich, wieder ein bisschen mehr wert. Noch ein paar von diesen Rotschüsselgleitern aus den Kisten. So, jetzt haben wir ja noch ein paar Kisten. Also erstmal werde ich versuchen, hier noch alles irgendwie reinzukriegen. 1, 2, das schaffe ich aber nicht. Erstmal verkaufe ich jetzt die ganze Rüstung, weil ich brauche die eh nicht. Bringt immer schön Credits. Wir hoffen, dass unser Inventar ihren Wünschen gerecht wird. Seht ihr hier, 3000. Vielleicht kommen wir sogar noch auf 18 Millionen. So, haben wir dann noch... Vielen Dank für Ihren Besuch. Tweak? Ja, haben wir. 288 ist doch gar nicht. 228 auch nicht. Na gut, das war nur Mitte. Was haben wir hier noch? Groß. Technologie. Oh. Technologie mag sie. Ja, Tricks ist sie. Wisst ihr ja hoffentlich noch. Hey. Warum hat das jetzt nicht genommen? Kann ich jetzt nicht sehen, egal. 64.
Ade Vecchianini. Die blauen Dinge verkaufe ich direkt. Willkommen auf unserem Markt, potenzielle Kunden. Blau. Vielen Dank für Ihren Besuch. Mal gucken, wie viel das hier wert ist. Oh, 150.000. Das tut mir aber wirklich leid. Tut mir aber wirklich sehr, sehr leid. Ich mache es immer sehr billig, dass mich wirklich keiner unterbieten will, weil das halt viel zu billig ist. So, 97.000. Manchmal für 70.000. So, zack. So mache ich mir mal mein Geld. Ich habe sogar letztens einige Sachen verkauft, irgendwie 600.000 und sowas. Ziemlich viel sogar. Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Den kann man sogar auch verkaufen. Nee, den verkaufe ich mal für Ihren Besuch. Oder ich benutze ihn selber. Müsste ich mal selber sagen, ob ich den nutzen soll. Ich warte darauf, das nächste Update, dass das hier eigentlich mal richtig funktioniert. Übrigens, man kann es übrigens auch hier wieder hinzufügen, indem man einfach die Mission, da bei der Allianz steht das denn hier, ich sage es nicht, sondern der hier, einfach aufgibt und dann auf Aufgeben drückt. Mache ich jetzt natürlich hier nicht, weil ich möchte die wöchentliche hier nicht aufgeben. Und dann ist sie wieder da oben drinne. Manchmal steht das, was man sie vielleicht nicht mehr annehmen kann, aber man kann sie dann wieder hier annehmen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei manchmal anderen Missionen noch anders sein kann. Zurücksetzen könnt ihr sie auch. Aber wichtig ist übrigens, dass ihr nicht gerade hier unten in der Allianzbasis seid. Also, dass ihr nicht hier drin seid. Weil sonst funktioniert es nicht. Sonst sind die beiden Buttons aus. So. Die Folge ist bestimmt schon wieder ewig lang. Oder total kurz, keine Ahnung. Ich beende sie auf jeden Fall jetzt hier. Ja. Mal sehen, ob ich auch noch eine zweite Folge mache von den Kisten. Dann bis bald. Ciao.